Vier Tage im Mai. Ein deutscher Film von Achim von Borries. Spielt nicht nur auf Rügen, er wurde auch dort gedreht. Zusammen mit ihren Eltern hatten die 15 Waisenmädchen einen langen und aufregenden Drehtag am 9. September 2010 an Rügens Nordküste. Vor dem Dreh kommt die Maske. Die Haare müssen zwar nicht durchgestylt werden, sie müssen aber authentisch wirken. Auch um Puder und etwas Make-up kommen die Mädels nicht herum. Hochsteckfrisuren und Zöpfe erfordern viel Geschick und Ausdauer. Auf das kleinste Detail wird geachtet. Saubere Hände gab es damals nicht, also wird auch hier nachgeholfen. Blutende Wunden gehören ins Repertoire eines jeden Filmschminkers. Eine schorfige Wunde entsteht übrigens aus Kaffeesatz. Vor Beginn des Drehs gibt der Regieassistent Samuel Koch noch einmal letzte Anweisungen. Und zwar sind hier alle jetzt recht nervös wegen dem Regen und ist alles ein bisschen stressig. Und dann müssen wir die unterstützen, indem wir nicht so laut sind. Hallo. Indem wir konzentriert arbeiten und wir selbst dafür Sorge tragen, dass unsere Haare richtig auf Anschluss sind, die Knöpfe zu, die Socken, so wie es in den letzten 5 Wochen auch immer war. Danach geht es für die Mädels vom Hauptquartier direkt zum Drehort an den Strand von Rügen. Ein Shuttle-Service steht für die 15 Waisenkinder zur Verfügung. Die Eltern müssen laufen. Bevor es aufs Boot geht, gibt es Schwimmwesten. Natürlich Originale aus dem Zweiten Weltkrieg. Vertraust du den Schwimmwesten nicht? Nein. Warum nicht? Weil es so schwer drin ist. Aber es ist echt trotzdem. Das ist wollen wir lieber. Eine Umarmung im Team wirkt manchmal Wunder. 15 junge Mädchen möglichst zügig auf das vor der Küste liegende Kriegsschiff zu bekommen, ist nicht einfach. Das muss gut koordiniert sein. Schließlich hat Sicherheit Vorrang. Kein Mädchen darf ins Wasser fallen. Und gegen den kalten Wind helfen nur Decken. Doch wenn es heißt und bitte, muss auf die Decken verzichtet werden. Erst mit dem Danke gibt es wieder etwas Wärme. Das technische Hilfswerk THW unterstützt das Team von 4 Tage im Mai auch hier gerne. In mehreren Schüben kommen die Mädchen aufs Boot. Die Darstellerinnen haben alle Eltern. Trotzdem denken sie darüber nach, wie es den Waisenmädchen wohl früher wirklich ergangen ist. Wir wissen, die Waisenkinder leben, weil... Weil wir ja selbst Waisenkinder sind. Von daher... Ja, man muss eklige Sachen essen. Jedenfalls ja. Musste man das essen. Was musste heutzutage man denn ekliges essen? Also es war so Brot mit Fisch drauf. Zum Glück waren wir gerade fertig mit dessen. So ein Glas mit Augen drin. So sah das aus. Und dann war da noch Schmalz. Ja. Und wie ist eure Heimleiterin? Wie heißt die? Maria. Erzähl mal was über die. Wie ist die so? Die ist nett. Ja, und die ist sportlich. Und alt. Ja, und wir haben noch eine Köchin, die heißt Luise. Die ist auch total nett. Die kümmert sich jemand ganz lieb. Ja, keine Eltern mehr haben. Ja, die konnten nicht jeden Tag duschen. Die konnten vielleicht einmal im Monat duschen. Haben fast nichts zu essen gekriegt und wenn dann nur solche eklige, wässrige Kartoffelsuppe. Die Klamotten, das finde ich, ist das Schlimmste. Ich meine. Die Mädchen wissen natürlich auch, wie man sich bei einem langen Drehtag den Spaß erhält. Dann kam der Bus, Mutti, und dann war Schluss, Mutti. Dann hab geweint, Mutti, ja, so geweint. Es ist übers Jahr, Mutti, sind wir ein Paar, Mutti, und ich bin selbst Mutti, und du, Oma, cha-cha-cha, wuh! 4 Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs besetzen ein sowjetischer Hauptmann und sein Spähtrupp ein Kinderheim an der Ostseeküste. Am Strand lagert eine deutsche Wehrmachtseinheit, die nach Schweden übersetzen und sich den Engländern ergeben will. Beide Parteien sind kampfesmüde. Nur ein 13-jähriger Junge glaubt noch an den Endsieg und versucht, die beiden Gruppen gegeneinander aufzuhetzen und ist doch nur ein Kind. Zwischen Russen und Heimbewohnern entsteht so etwas wie Alltag, bis unerwartet nach der Kapitulation noch Gefahr droht. Ein langer Drehtag auf See ist zu Ende. Die Mädchen sind erschöpft und frieren. Trotzdem hat es ihnen viel Spaß bereitet. Die Kinder und das Team sind eins. Man kennt und hilft sich. Selbst die Hauptdarsteller und der Regisseur Achim von Borries helfen den Mädchen aus den Booten.
So manch ein Mädchen hofft auf eine Karriere im Filmbusiness. Ja, so was in der Richtung könnte ich mir schon eigentlich sehr gut vorstellen. Ne? Weil ich habe ja jetzt schon einige Erfahrungen gesammelt und ja, es klappt eigentlich ganz gut. Und Freundschaften sind nach 12 Drehtagen bei den Mädchen auch entstanden. Vivien, also jetzt kann sie wieder aus dem Bild gehen. Das ist meine sehr gute Freundin geworden. Und hier noch eine kleine, Carla, auch eine sehr gute Freundin geworden. Dann hole ich mal die hier nochmal raus. Das ist Kimberley, Kim genannt. Seid ihr Filmfreunde oder echte Freunde? Echte. Ja? Habt ihr euch auf dem Schiff kennengelernt? Alles klar bei euch? Ja. Ja? Super. Ja, schon vorher. Ja, eigentlich schon. Zum Schluss gibt es noch ein selbstgemaltes Bild für Grigori. She's the greatest painter. North Germany.